Hallo, Deutsch, Oberstufe 1, Wiederholungstest. Mal kosa, Studio, Oberstufe 1, Angomel, gut, Gatte, Kombo, Sonika. Und dann, hier home, war also. Lektion 81, temporale Präpositionen für OC. Und, Tonchisa, Pumananida, Kwanza, Ikyok, Dungdung, Ilonchikan, Pion, Doisotze. Anfang, aha, nächsten Quartals müssen wir ein neues Produkt entwickeln. Anfang, Mitte, Ende, das ist dann immer. Genitiv, Ikyok. Und das Quartal, Yubito Ikyok Eskaito, Anfang des nächsten Quartals. Mitte des nächsten Quartals, Daumbungi, Ende des nächsten Quartals, Sankonopto, müssen wir ein neues Produkt entwickeln. Zerun, Tepum, Kevalherde. Diese Vase ist sehr teuer, Ikotpyongin Umpisada, sie stammen ist immer, Oton Changso, Ot, Animion, Oton, Shigan Halte, Oton Shide, Eso Nawaso, Jurehada, Kionhada. Diese Vase stammt aus Changso, aus Shide Zeit, stammen im Lieder. Sie stammt aus der Ming-Dynastie, Wangzhou, die Dynastie. Lektion 82, Dashi, Shiganyagi, Yorubashina, Oce, Hyongyongsa und Nomen, Myongsa-dul. Formen Sie bitte den Zeitausdruck in ein temporales Adjektiv um, also Myongsa-pyohyon, Hyongyongsa-ro-mandulmyon. Zum Beispiel, i sungan, chigum, das ist dann natürlich, Augenblick, sungan, etaka, chok, putzimion, augenblicklich. Meine augenblickliche Situation ist nicht so gut, zum Beispiel. 3 Stunden lang, kiganyagi haltenen, 3, kuteru sugo, Stunden, 3 Stund und jogenen, stündlich oder stündig, senga kashoyere. Da, oder kakao, gigan 3 stündig입니다. Sutza malgo, kunyang, Stunde halte, stünd und lich, putzimion, han shigane, dak, hambon, iron, wimiga demida. Aber se shigan, golinun, 3 stündig. Und, dokatun yagi, ibonen, takangatsi, Hakim macht gerade eine, 3 kutero, tag halte, tag. Und Yoginun, ich 3 tägig und Geschäftsreise, die Geschäftsreise, ga Sunika, eine 3-tägige Geschäftsreise nach Indien. Mulon Tag etaga, täglich, Putzimion, Harue, Ambon, Kuromion, Menal, Meil, Menal, Katsumimigade. Lektion 83, Fattungsa. Jedes Gerät verwendet ein anderes Ladekabel, Chungchung-Kabel mit verschiedenen Steckern, also zum Beispiel C-Typ, USB, bla bla bla, PIN geht's dann auch, also Yoro, Gachi, Chungchung, Pangbobi geht's. Das ist wirklich nervig. Ich wünschte, ich wünschte, man könnte alle Ladekabel, also Yorogachi-Kabel, Hanaro mandulsu issumion. Hanaro. Das ist dann natürlich vereinheitlichen. Ich wünschte, man könnte alle Kabel vereinheitlichen. Als nächstes, ich habe schon viel Grammatik gelernt, nan, boiso, manun, mumpo, peoso, kuredo, trotzdem will ich aber mein Wissen, ne, zizik, dokto, noch weiter und Wissen und Wolle, kuge mandulda, animion, nopige hada, iron nukim rosenga kago shipteman, kuredo, dogisramun, Wissen und kipge mandulgo shipoyo. Ich möchte mein Wissen noch weiter vertiefen. Kipp da halte tief, ich möchte mein Wissen vertiefen. Mulon Fertungs und Anigetziman, Quakzang Hadam, ich möchte mein Wissen erweitern, Dotegetzi, erweitern. Hatziman, Fertungs und Amion, vertiefen. Lektion 84, Yoginun passiv im Konjunktiv 2, also Tokum Toshim Sroke, Pipan Hanun Yagi. Hakim hat den Termin abgesagt, Igo Tal Andenun Yagia, der Termin hätte nicht abgesagt werden dürfen. Da der Student hat seine Seminararbeit nicht abgegeben, das war ein Fehler, es wäre richtig gewesen, die Seminararbeit abzugeben. Kuromion, Eltern, Uriga, Seminararbeit, Churomandorio, die Animion seine, Yoginun, Hangsang, Maumjiro, die Seminar-Nomun, Arbeit, Konjunktiv 2, hätte, Moll, Tetsulito, abgegeben. Werden, Sudonte,
Und, Yogi nicht, Buchungi, Okki, Demune, müssen, Soja, Hajo. Nicht, kein, Dungdung, Buchungi, Sumion, dürfen, Ob, Sumion, müssen, Soja, Hajo. Die Seminararbeit hätte abgegeben werden müssen. Nummer 2, das Unternehmen hat diesen Bewerber nicht eingestellt. I, Hesa, I, Kyogun, I, Chiwonta, Poyung, An, Hesoyo. Das war ein Fehler. Es wäre richtig gewesen, den Bewerber einzustellen. Kuromion, Churaso, dieser, Chiwonta, Bewerber, Konjunktiv 2, hätte eingestellt, Sugunte, werden, Unterschied, nicht kein Gaokidemone, müssen, im Nieder. Dieser Bewerber hätte eingestellt werden müssen. Lektion 85. Subjektive Modalverben. Chukwan, Chokin, Chodongsa. Herr Müller hat gesagt, dass er schon 10 Kilo abgenommen hat. Müller nun, nan, ite, 10 Kilo, sal, bettago, hesso. Munje nun, er schaut aber nicht so aus. Also, Yogi nun, monso, oton, salami, monga, yagi, hessoyo. Musun, yagi? Chagi, yagi. Chagi, ekwan, han, yagi. Uriga, e, yagi를 durossoyo. Hatsiman, uriga, i, saram, bogo. Achik, dungdunghanika. Er schaut nicht so aus. Gochimalrago senkake. Lüge, das ist eine Lüge. Daume, uriga gochimalrago senkakan nun mal uriga darun saram halte. Chondal halte. Animion iyagi inyong halte. I gochimalranun wimi hanmariro pyonhalsu nungonun molkayo? Shingihage wollen, also wollen nun. Objektive Bedeutung, Ramion. Hago shipta. Subjektive Bedeutung, Ramion. I sarami iroke henunde. Iyagiga gochimalin go katayo. Nan iroke senkak ane. Dege pokchaphan wimi kinungi deo itziman koredo. Ha? Müller will schon 10 Kilo abgenommen haben. 그대로 인용할 수 있어요. Und will 덕분에 상대방이 이 10 Kilo abgenommen haben은 사실이 아니겠다. 이렇게 파악할 수 있어. Als nächstes, morgen regnet es vielleicht. 똑같은 문장 조금 더 다르게 표현하면, 내일, morgen, 잘 모르겠지만, könnte es regnen도 되고, 여기는 자기 마음대로, morgen dürfte es regnen도 많이 볼수 있어. Könnte und dürfte는 솔직히만 하면 차이가 거의 없다고 봐도 돼요. Lektion 86, Partizipialattribute, also 이렇게, bla bla bla, Komma, bla bla bla, Komma, 관계문. 이 가운데 있는 부분, 명사 앞에서 바로 보낼 수도 있어요. Partizip 1 아니면 Partizip 2 쓰면 거꾸로도 할수 있지, 그죠? 자, 여기 보시면, die Menschen, Komma, die jeden Tag Überstunden machen, Komma, sind oft krank. 맨날 야근하고 있는 사람들은 많은 경우 아파요. 그러면, 이 jeden Tag Überstunden machen 부분, 맨션 앞에서 보내고 싶으면, 하고 있는 이 의미는 먼저 Partizip 1로 파악하고, die, 그대로, 그다음 이 관성은 필요 없죠? 예den, 그대로, tag, Überstunden, us로 합시다. 여기 동사는 활용자라고, machen, Partizip 1, machende, 일단, und 뒤에 Menschen, Boxu, 정관사가 있기 때문에, machenden, 보통 한 형용사 활용이죠? 이 jeden Tag Überstunden machenden 뭘? 드디어 명사 사람들 Menschen 나머지는 그대로 sind oft krank 자주 아파요. 이 jeden Tag Überstunden machenden 여기가 Point. 이 jeden Tag Überstunden machenden Menschen sind oft krank. 거꾸로 das kurzfristig abgesagte Konzert wird nächste Woche stattfinden. Kurzfristig ist eigentlich 단기적 있지만 여기서는 직전, 직전 취소된 콘서트는 다음 주할 거야, 개최될 거야. 그래서 관사 먼저 체크하고 명사 가운데 있는 부분은 이제는 여기 관계문 만들고 싶어요. 그렇다면 das Konzert 하면 돼요. 중성명사 뭘? Das kurzfristig. 이 문장, 이 부분에서는 앞서 했던 인물, 이 사람이 없기 때문에 콘서트 이야기하고 있지, 그렇죠? 콘서트는 문법적으로 다시 생각하면 이거 물건, 사항, 사물 이야기죠? 사물 이야기가 주어될 때는 우리가 무슨 문법 쓰고 싶어요? 파시피죠? 파시피시 일다면 인물이 있어야 돼. 인물이 여기서 안 나오니까 알아서 상상하면 돼.
der Organisator, der Chef, der bla 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 und sonst Adam. Das Konzert, das kurzfristig abgesagt, worden ist, Tarun Kwagochong, wurde, Komma, und Namujin Kutteru wird nächste Woche stattfinden. Das Konzert, das kurzfristig abgesagt wurde, wird nächste Woche stattfinden. Lektion 87. Myongsa und Dongsa ga Hanteam del Sudoigechi, Zongechin Peohyun. Kureso mani mani amgi hashere. Tja, etwas zur Sprache und begehen, stiften, fällen, bringen, Sonntag hashimunde. Tja, otton anshon yagi, kuredo iyaginun heyade, tuki hesaeso. Malhagi shichiman, kuredo hewiesonun iyaginun palpyo heyade, heyade. Etwas zur Sprache bringen im Nieder. Ich bringe das Problem zur Sprache. Dann einen Fehler. Oton Schilzu, Oton Zalmot, Jogesonnen, Hangukmajorum, Pomhada, Napugehada. Pomhada ist einen Fehler. Begehen im Nieder. Unruhenen, Oton Munsena, Oton Saumina. Iron Sangterul Mandulda, Oton Sangmanina, Oton Sangte Mandulden. Stiften gamanina wa. Ich stifte Chaos. Ich stifte Unruhe drum. Und ein Urteil, oton, wir gesunden Pandan, so, Pandan ul nerida, ein Urteil fällen, eine Entscheidung fällen, do yung yung hat so. Also ein Problem zur Sprache bringen, einen Fehler begehen, Unruhe stiften und ein Urteil fällen. Lektion 88, Verben mit der Vorsilbe über, Yorogachi übermummig, meine Blumen haben den Winter leider nicht, also, nuni mani wasonika, chugoso, anzakapkido, ne kotturi, chugosoyo, sara, namchinun motessoyo, überstanden, sprungen, übernommen, yogiso, überstehen, sumnida, kwagohyong, überstanden. Sarame gyongonun, ich habe die Krankheit überstanden, nun, chal gukbok hesso, katonimi. Aber meine Blumen haben den Winter nicht überstanden, kyoruk chugosoyo. Und innerhalb einer Ortschaft, oton dongne, oton shi, maul, sangwon opso, sarami, isumyon, Ortschaftrago he. Und i Ortschaft, i dongne, aneso, ine. Innerhalb einer Ortschaft darf man 50 km/h, 50 Stundenkilometer, nicht chokwa hamyun anlenda, überschreiten. Also oton wiban yagi halte, sutcharo deo innun wibanun, überschreiten, i sutcha chokwa, überschreiten sumida. Innerhalb einer Ortschaft darf man 50 km/h nicht überschreiten. Zum Schluss noch, bei einer Rede, Oton Speech, Oton Palpyo halte, sollte man seine Zeit nicht, da 10분 mal haseyo, 하지만 나는 15분, 20분 mal heburyosso. 이렇게 길게 조과하면 안 된다. 여기서는 위반 같은 느낌보다는 자기 시간 당긴다. Überziehen. Man sollte seine Zeit nicht überziehen. 여기서 나오는 유발동사는 다 분리 못하는 유발동사. Lektion 89. 여기는 조금 애매하게 분리할 수도 있고, 똑같은 모습, 똑같은 동사이지만, 분리할 수 있는, 분리 못하는 동사가 같이 나옵니다. 물론 의미가 다르겠지만, 모습, 스펠링이 똑같아요. 그래서 너무 헷갈리고 힘들죠. 이럴수록, 어떤 물건이 있고, 이렇게 비하면서 운전했어? 비하면서 갔어? 아니면 나는 사고만 들고 부딪혔어요. 그 때문에 이 물건이 뽕 떨어졌어요. Umfahren oder umfahren. 발음도 조금 다르기는 다르죠. 그래도 der Betrunkene, 술 마신 사람, der Betrunkene hat das Verkehrsschild, perfekt, und Jehova, der Betrunkene hat das Verkehrsschild umgefahren, Roherde. Ullidongsa, umgefahren. Umfahren. Der Betrunkene konnte das Schild umfahren. 이렇게 쭉 피할 수 있었어요. Aber 술 때문에 이렇게 못했지. Der Betrunkene hat das Schild umgefahren. Dann haben wir ja zum Buddhismus übertreten. Also 불교. 원래는 교회 갔는데 이제는 절 가고 싶다. Das ist dann Herr Meier, Joshim, hat nun anigo, yogiso, ist, subsida. Herr Meier ist zum Buddhismus übertreten. Kutero, wie bulidongsaro sosumion, vibanhada, oton popina vibanhada. Und Religion ändern, iroke yagi hagoshpumion. Herr Meier ist zum Buddhismus übergefahren.
Treten, Bulli nieder. Hat jemand Daumärchen und Gattung übertreten, jeder so, Paro Algezigo zur Ebenen und Bulli Dongse gar nicht, sie? Bigoin, der Angeklagte, hat Jürgen und haben Subsida, Chongyagi, sein. Ich bin zum Buddhismus, zum Christentum, zum Islam, zum bla 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 übergetreten. Hatziman Viban haltenen, ich habe das Gesetz Kutiro übertreten. Der Angeklagte hat das Gesetz über Kutiro treten im Nieder. Matima, klingt zu 90. Abkürzungen. Ja, Mani Pewotzi, also Mumbo, und Sangon Okko, Kunyang, Amgi, ist der Preis zuzüglich. Zuzüglich. Zuzüglich nun? Do Hagigatunukim. Ist der Preis zuzüglich Mehrwertsteuer, also Mehrwertsteuer? Isegumi, Azik, Oham Dwezi Anko, Isegum nun, Do Hagiheahanya. I Kagyok Ane, Isegumi, Poham Dwezi Issoyo. Iroke Gokuro, Chimunhagu Shpomion, ist der Preis inklusive, inklusive, inkl, Iroke Dosuzu Issoyo, inklusive, zuzüglich nun, Tuki Business Yage Gyongumanin, aber, also, Azik, Do Hagin Dwezi Anko, Do Hagi Herde, zuzüglich. Und Daumen zählt Jungjunghan, BZW, Malhamion Kilto, Donen, Deng Deng Deng, Yoruga Zitarun, Kinung, Do Egeziman, Sie können mich telefonisch, Chonwaro, Animion, Beziehung, halte Quange, beziehungsweise, Bunde Quangirago, Arado, Amma, Rumi Andrekul, Kunyang, Donen, Deng Deng Deng. Sie können mich telefonisch, beziehungsweise über E-Mail oder WhatsApp erreichen. Sie können mich erreichen, Jungjol, Jollagi, Kanunghada. Und Nummer 3, zum Schluss, das Problem liegt EVTL, Hatziman, Otto Kikwede. Das Problem liegt eventuell ist dasselbe wie vielleicht an der Software, also A liegt an B, an Ding, Ding, Ding liegen, das ist immer One in Ursache, ja, geht so. I munsei wonin nun, Oxy Software, ja. Das Problem liegt eventuell an der Software. Siume so nun Abkürzungen, so nun genun zukum vium hagezimol, kuredo, cincha sengwal haltenen, mani mani polsuiko, e-mailina, monga, munza, suiteto, chachu chachu, yorubuni, chichop, suki de kokate. Das war's aber erstmal, wir sind fertig mit der Oberstufe 1, herzlichen Glückwunsch, gut gemacht, tamchal, hessoyo. Yogi gachi kombu hamyon, ilta nun B1 siyom nun, manjoni habgyok hajo. Silchiro uriga chigun B2 kombu hago isseyo. Kuredo B2 시험 합격하고 싶으면 C1 공부해야 돼. 그래서 이 타이밍에서 B1 시험 수업에서 볼 거예요. 하지만, 야, 나는 자신감이 있어. 여기도 B2 시험 보고 싶다? 가능해요. 실제로 오버스투페 1까지 공부하고 B2 통과한 학생들이 몇명 계시니까 가능하겠지만 그래도 여기서는 일단 B1는 완전히 오케이라는 생각이 정답이야. 알스 넥스트스 오버스투페 2. 오버스투페 2는 결국은 우리가 B1, B2 열심히 복습하고 und 새로운 이야기는 C1 올라간다. 그래서 오버스투페 2는 일단 B2 튼튼하게 만드는 교과서 이렇게 생각하시면 돼. 문법 표현은 B2, C1 정도입니다. 그러면 오버스투페 2 끝나면 B2 시험 보는 게 좋죠. Okay, jetzt sind wir aber wirklich fertig. Viel Spaß noch beim Üben und hoffentlich sehen wir uns dann beim nächsten Buch Oberstufe 2 wieder. Danke fürs Zusehen. Tschüss.